jetzt noch ein Tor, bravo! Ja! Man muss einfach viel planen und sich viel überlegen. Aber es ist auch mittlerweile mein Hobby geworden, einfach Zeitmanagement. Wenn ihr Solist werden, dann heisst das wirklich auch täglich krampfen, krampfen, krampfen. Voll Gas geben, dass die Finger zum Blüten kommen. Manchmal ist schon anstrengend und es tut einem schon belasten. Aber es braucht manchmal ein bisschen Bitters, damit es süßer noch süßer wird. Was nehmen Eltern auf sich, um ihren Kindern Träume zu erfüllen? Und worauf müssen sie deshalb verzichten? Das Wohnzimmer der Familie Rosamilia im aargauischen Hunzenschwil. Die vier Kinder trainieren für den nächsten Wettkampf. Adriano, Tiziana, Nina und die älteste Tochter Valentina. Alle sind sportverrückt. 3 Stunden Training pro Tag sind keine Seltenheit. Vater Gerardo kümmert sich um die Ausrüstung. Wichtig ist die Turnung, oder? Also mit 4 Kindern ist die Logistik nicht so einfach, vor allem mit Kind, weil die rühren dann das Zeug hin. Und wenn ich am vom Schaffen heimkomme, dann schaue ich das erste Mal, ob alles da ist, auch wenn es kein Rennen ist, oder? Und wenn irgendetwas umeinander liegt und so, dann gehe ich mal rauf und sage gerade als allererstes: Hey, wie geht's? Kannst du bitte deine Sachen dort hin tun, wo sie hingehören? Weil wenn einer etwas nicht findet, oder, dann fängt Konflikt an. Also das Konfliktpotenzial ist relativ groß, vor allem kurz vor dem Abfahren. Mit ein paar Velos im Keller hat alles begonnen. Inzwischen ist der Keller ein Logistikzentrum. Unter der Woche arbeitet Gerardo als IT-Techniker im Tessin. An den Wochenenden dreht sich alles um die Wettkämpfe der Kinder. Seine eigenen sportlichen Interessen muss er zurückstellen. Für die Teilnahme an einem Triathlon ist die Vorbereitung besonders aufwendig. Die bis zu 8.000 Franken teuren Velos müssen jedes Mal sorgfältig überprüft und neu eingestellt werden. Letzte Woche hatten wir ein Rennen in Cuneo. Und jetzt ist an diesem Wochenende Wallisellen. Und dort haben wir wieder ganz andere Bestimmungen. Überprüfen muss man immer, ob alles funktioniert, ob die Schaltung richtig ist und ob Bremsen. Irgendwelches Kabel lädt, weil es wäre schon tragisch, wenn dann nachher, ja, während dem Rennen etwas passiert und dann nachher ein brüllendes Kind vor dir steht, oder, und sagt: Papi, das und das gelassen, oder, und du hast nicht geschaut und so. Darum ist es manchmal lieber, wenn es der Mech macht, oder, dann ist er schuld, oder, und nicht der Papi. Mutter Caroline kümmert sich unter der Woche um die Kinder. Auch in ihrem Alltag dreht sich alles um Sport und die richtige Ernährung. Also wir haben eigentlich wirklich immer zum Morgen, zum Mittag, zur Nacht ist immer etwas Kohlenhydratiges dabei. Und nach dem Training dann mehr Eiweiß. Und auch zwischen mir natürlich auch der Eiweiß. Da schaut man schon ein bisschen drauf. Und jetzt eben zum Mittag gibt es Reis, Fleisch und dann noch Gemüse. Das Haus ist auch eine Velowerkstatt. Für ein Sofa hat es keinen Platz. Kann ich es anstellen? Nina, könntest du auch nicht kleinere Sachen basteln in der Schule? Nein. Hast du das selber aussuchen in dieser Größe oder hättest du es machen in dieser Größe? Ich habe es selber ausgesucht. Also hier in der Stube hat es keinen Platz mehr. Doch, doch. Ist alles voller Velo. Nein, das musst du es in dein Zimmer rauf tun. Ja, kann ich nachher machen. Wir haben dein riesengroße Küsse, das du hier unten hast, dann müssen wir Platz machen, dann müssen wir Medaillen rauf tun. Also, du drehst die Dings und ich alles, was runtergeht. Also, jetzt. Über 600 Medaillen haben sich die 4 Nachwuchssportler in den letzten Jahren erkämpft. So. Du nimmst auf, was runtergeht, hä? Ja. Und jedes Wochenende kommen neue dazu. Ah.
Du kannst einfach draufschmeißen. Dort hat es noch. Die bleiben jetzt aber hier. Im Bad. Habt ihr die Hände gewaschen? Ja. Die haben noch lange die Blumen, die Valentina gewonnen hat. Isst du auch mit? Nein, ich brauche keins. Jetzt einen Gigenparat machen für Raphael. Zum Gigenbauer. Bitte helfen. Ein gemeinsames Mittagessen daheim ist bei Familie Nussbaumer selten. Der Sohn muss sich oft auf der Fahrt zum nächsten Termin verpflegen. Ja, er wünscht auch andere Sachen, aber manchmal sagt er, es ist auch langweilig. Schon wieder Sandwich. Donat und Puck Nussbaumer wohnen mit ihren beiden Kindern Seraina und Raphael in Altendorf im Kanton Schwyz. Der 13-Jährige spielt Geige, seit er 4 Jahre alt ist. Dreimal in der Woche fährt ihn der Vater nach der Schule zum Musikunterricht nach Zürich. Heute legen sie einen Zwischenstopp beim Geigenbauer in Rapperswil ein. Raphaels Geige muss justiert werden. Salute! Hoi Raphael! Hallo Michael! Hoi Donat! Geht's gut? Danke, gut, ja. So, können wir kurz einstellen. Du hast noch etwas stimmt, hä? Mhm. Kannst du mal spielen, Raphael? Ja. Dann haben wir hören, was das Problem ist. Ja. Ein bisschen dumpf tönt sie. Ja. Klarer sie. Mhm. Das Talent hat Raphael wohl vom Vater. Donat Nussbaumer ist Berufsmusiker und spielt ebenfalls Geige. So, probier noch mal, Raphael. Ist noch besser, gell? Ja. Ist irgendwie auch strahlt mehr raus, finde ich jetzt. Danke. Was meinst du, wenn man es so lässt? Es hat eigentlich noch ziemlich noch das Kräftige drin, aber man kann leise spielen, aber kommt trotzdem im Orchester, also gegen das Orchester durch. Ja, gut. Ja. Raphael darf probeweise auf der fast 300-jährigen Geige spielen. Die Suche nach dem richtigen Instrument ist aufwendig und geht ins Geld. Jetzt, wenn ich das Instrument nehme, sagen wir mal für 5'000 Franken, also so, dann wird er nach kürzester Zeit unglücklich sein, weil das Instrument erfüllt seine Ansprüche nicht. Weil es gibt nichts Schlimmes, als wenn dann er sich entwickelt und dann durch das Instrument bremst wird, weil das Instrument das einfach nicht hergibt. Das ist eine alte Geige. Man weiß nicht, wer es gemacht hat. Wenn man weiß, wer es gemacht hat, dann kann das schnell um ein paar Hunderttausend schwanken. Jetzt wahrscheinlich. Bei deren. Also das ist die, wo die Geige, die ich in Zukunft spielen will. Okay. In dem Fall. Tschüss, Michael. Danke. Ciao, Raphael. Mach's gut. Ja. Es wäre seine Wunschgeige. Ob er sie auch weiterhin spielen darf, werden seine Eltern in den nächsten Monaten entscheiden. So, genau. Achtung. Die Familie Bosanac wohnt mit ihren 3 Kindern in Zürich. Ein paar hundert Meter von der Kunsteisbahn Oerlikon entfernt. Mutter Maria bringt ihre Buben 2-mal die Woche ins Eishockeytraining. Vater Mladen kommt von der Arbeit. Der Sachbearbeiter verbringt fast jeden Abend auf der Eisbahn. Hi, Mami. Oi. Tochter Julia kommt etwas später dazu. Schmidt. Julia kommt dann auch. Ja, ich habe sie gesehen.
20 Minuten braucht der 7-jährige Nikola, um die Ausrüstung anzuziehen. Vom Club bestimmte Eltern helfen den Kindern. Andere Erwachsene werden in den Umkleidekabinen nicht geduldet. Nikola trainiert seit 2 Jahren beim Zürcher Schlittschuhclub. Komm, Junge, mach es. Und jetzt dribble. Jetzt gibt's Slalom. Pylone dribble, Trainer dribble, alles dribble. Er hat es nicht verlernt. Komm jetzt, Gas, Gas, Gas. Jetzt ist er in seinem Element, weißt du. Jetzt kommt er und sagt, brau. Verkackt. Ei. Freitag ist noch schön da in der Kebo, weil alle 3 Kinder Training haben. Und dann können wir auch ein bisschen Zeit genießen als Familie. Der Peter wartet jetzt und dann ist er mit uns. Können wir noch etwas besprechen. Und wir schauen nach Nikola. Dann ist Nikola fertig, dann ist Peter auf dem Eis. Und er guckt dann auch ein bisschen auf Bruder. Und Julia kommt dann auch, sie hat auch Training. Und das ist so, der Kebo ist schon wie unser zweites Zuhause. Mittlerweile. Oder erste? Ja, oder erste. Ja. Es ist so, dass wir viel Zeit da verbringen. Nikola hat 2 Trainings, Peter hat 2 Trainings, das sind 4. Das sind mindestens zwischen 6 bis 8 Stunden. Manchmal bin ich eben da, wenn die Julia trainiert, weil ich will auch sie sehen, nicht nur Hockeyaner. Und das sind noch zusätzliche Stunden, also so plus minus 9 oder 10 Stunden pro Woche Trainings. Und dann kommen noch eben Samstag, Sonntag Turniere, Halbtagsturniere. Und Mama kommt eben auch gern, wenn sie keine andere Verpflichtungen hat, weil ja, sie hat ziemlich viel um die Ohren. Ja, ich muss euch nicht erklären, was. Es ist ja klar, mit 3 Kindern und ja. Neben dem Haushalt arbeitet Maria als Übersetzerin und in der Kulturvermittlung. Sie engagiert sich auch noch in der Schulpflege und koordiniert die Termine der 3 Kinder. So, ich mache für jede Woche, meistens so am Sonntag oder Montagmorgen, mache ich so einen Plan für die ganze Woche. Am Montag haben die beiden Jungs Trainings einfach am verschiedenen Ort. Und dann müssen wir uns als Eltern ein bisschen teilen. Julia zum Beispiel, sie hat dann volle Nachmittag im Training, aber sie geht dann zum Beispiel von Schule direkt. Ich bringe ihr Sachen für Training und kleines Zwiri, damit sie noch etwas essen kann nach dem Schul. Das heißt, diese Wochenends wird ziemlich aktiv. Sie ist immer im Stress. Nikola erwartet sie. Julia steht bereits auf dem Eis und das Training des 9-jährigen Petar ist in vollem Gange. Ich genieße es einfach. Keine Ahnung, ich mache das immer gern, ohne Witz. Ohne irgendwie überheblich zu sein oder irgendetwas speziell sagen oder so. Es ist wirklich so. Also, egal, wenn du unangemeldet kommst, du wirst mich hier sehen oder drin oder irgendwo, weil es ist halt mein Leben. Jetzt. Wenn ich Julias Training schaue, das ist für mich Freizeit und ein bisschen Entspannung, wo ich wirklich so ein bisschen sitzen kann und einfach nichts machen muss. Das nutze ich schon viel, wenn es von der Zeit her geht. Die ersten Schlittschuhe hatte Julia mit 4. Jetzt ist sie 12 und steht pro Woche bis zu 9 Stunden auf dem Eis, Sommer und Winter. Nur mit eiserner Disziplin kann man beim anspruchsvollen Training mithalten. Karriere, es ist für mich persönlich ist das völlig wurscht. Natürlich würde ich mir wünschen, dass sie seine Träume in Erfüllung gehen, keine Ahnung, NHL oder so, aber ich persönlich bin nicht so eine, die ihn dazu drängen würde, weißt, und du musst alles aufgeben und hin und da. Also ich würde es nie machen, weil ich weiß, dass nicht persönlich, aus meinem persönlichen Umfeld, dass das nicht unbedingt gut ist. Weil irgendwann kommt, weißt du, das Kind hat keine Chance oder keine Lust oder ist nicht gut. Also meiner Meinung nach. Er muss selber gehen und wenn es ihm wirklich so gut läuft bei ihm, ja, soll er. So, genau. Du hast der Sport der Kinder ist für die Familie eine finanzielle Herausforderung. Mit dem Eiskunstlauf kommt man schnell um die 20.000 pro Jahr. Weil da sind noch Wettkämpfe, die separat berechnet werden, die man einfach einzahlen muss. Dann ist noch
Ausrüstung, oder? Auch die Julia braucht. Schlittschuhe sind ab einem gewissen Niveau ziemlich teuer, so bis zu 1000 Franken geht es. Hoi, Mami. Und die Jungs brauchen einfach u viel diese Sachen, die sie anziehen, und die wachsen auch, oder? Und es ist auch so, dass man fast pro Saison eine komplette neue Ausrüstung braucht. Und der Preis für neue Ausrüstung ist schon so um die 1500 Franken. Du hast alles trocknen mit dem. Unten gibt es einen Bläser, du siehst ihn einfach. Und du riechst fast nichts. Weil wenn sie natürlich auf gewöhnlichem Weg trocknen, dann stinkt es mehr. Warum, weiß ich auch nicht, aber es ist so. So. Staub also fertig, Papa. Ja, ein paar Minuten noch. So. Also. Bist du fertig? Ja, gut zusammen. Super, gut. Jetzt sind wir fertig, ja? Mhm. Okay, also. Super. Die erfolgsverwöhnte Valentina muss mit 16 Jahren entscheiden, in welche Richtung ihre sportliche Karriere geht. Ihre Eltern reden und planen mit. Ja, sie haben schon einen grossen Einfluss. Ich meine, sie sind ja meine Eltern und sie unterstützen mich auch. Und ich glaube, ohne ihre Hilfe würde ich es auch nicht schaffen. Also es ist mal die finanzielle Hilfe, auch eine mentale Unterstützung. Ja, also sie sind schon wichtig. Die Eltern besprechen die Planung der Wettkämpfe. Jetzt haben wir noch einen Doodle. He? Wo drücke ich drauf? Auf Woman? Ja, Woman. Wettkampfplan, genau. Ja, Woman natürlich. Ja. Lass schon mal da bitte offen. Ja. Jetzt müssen wir das anschauen. Jetzt haben wir hier den April. Hier haben wir Luzern. Da steht drauf, gell? Das hast du gesehen? Ja, also Adriano, Nina. Tiziana hat einen Gutschein, weil sie letztes Jahr gewonnen haben. Genau, die haben okay. Sie. Und Valentina hat eine persönliche Einladung für das Elite-Rennen. Ja, der Schorno angemeldet. Und dann müssen wir nur noch Nina anmelden. Das ist jetzt ja. Schon zu spät. He? Das solltest du jetzt eben machen. Da gibt es schon 10 Franken Zuschlag. Während die Eltern Termine jonglieren, üben sich die Kinder in autogenem Training. Ich bin ganz ruhig und entspannt. Mein Körper ist angenehm warm. Das Herz und die Atmung ruhig und gleichmäßig. Der Bauch weit und frei. Also weiter, da haben wir hier den schnellsten Anrauer. Und da, das ist die grösste Herausforderung am 18. Da haben wir jetzt etwa 3 Sachen. Und ja, der ZKB geht dann halt nicht, oder? Und jetzt holst du dir ein Bild vor deinem inneren Auge, wo du als Sieger auf dem Podest gestanden bist. Altstadt wäre noch. Es ist ein bisschen spät, 2:30. Da haben wir hier den Sepp hier in Zofingen. Weil, weißt, wir gehen ja hier Yoga machen. Und genau an diesem Sonntag wäre der Uri-Triathlon. Da ist jetzt die Frage, theoretisch könnten wir schon am Freitag vom Yoga heimfahren oder am Samstag. Aber von letztem Jahr fast irgendwie 13 Stunden. Nein, wir können nicht alles machen. Das ja, schon, so aber weißt, sie dürfen ja, glaub, einfach nur 1 oder 2 Rennen fehlen. Oder? Bilder vor deinem inneren Auge verschwinden langsam. Und du kommst wieder zurück ins Hier und Jetzt. Habt ihr alles Bild gehabt? Ja. Natürlich, oder? Ich habe das Bild gehabt, als ich 5 war. Als du 5 warst? Ja. Das ist schon ein bisschen länger her. He? Cool, super. Ich hatte es, als ich Vizemeister geworden bin. Sehr schön. Wir schauen heute noch mal ganz genau an, was machen wir 10 Minuten vor dem Start bei einem Wettkampf. Was machen wir in diesem Moment? Ich mache das autogene Training, also vorher, vor dem Start, und dann gehe ich es auch noch mal im Kopf durch. Mhm. Der Wettkampf gehst du noch mal durch, wie es abläuft. Mhm. Wunderbar, cool. Wir machen das gut. Ich sehe es. Ja, ich mache eigentlich wirklich in diesen 4 Tagen alles allein. Und dann arbeite ich noch. Ich gebe ja dann noch Aerobikstunde in der Migros-Club-Schule zu Aarau. Ich nehme aber auch manchmal auch Zeit nach dem Mittagessen, weil ich merke, nach dem Mittagessen wenn ich, dann bin ich müde. Und dann nehme ich mir manchmal einfach wirklich eine halbe Stunde aus und liege wirklich ein. Einfach, um mich wieder zu erholen. Also da denke ich, habe ich gut im Griff. Also da weiss ich manchmal auch wirklich Arbeit, die ich dringend machen sollte. Und ich weiss einfach, wenn ich mir jetzt wirklich die halbe Stunde Zeit nicht nehme, schnell einfach runterzufahren, dann tue ich niemandem gefallen. Mir wie der ganzen Familie nicht. Also,
sind halt Böden dreckig und ich lege 30 Minuten ein. Und die Böden sind dann halt immer noch dreckig nachher. Seit Raphael 5 Jahre alt ist, besucht er den Musikunterricht im Musikkonservatorium in Zürich beim Dirigenten und Violinpädagogen Philipp Draganov. Eine Ausbildung, in die seine Eltern viel investieren und die von Raphael sehr gewissenhaft verfolgt wird. So, wie geht's dir? Gut. Okay, gut, also lass uns stimmen. Versuch, diese erste lange Note wirklich zu entwickeln. Jedes Detail der Beurteilung im Unterricht wird vom Vater notiert. Ja, und wie viele Schläge ist es? Eins, zwei, weg. Na? Schon besser. Aber du ziehst die zweite Note zu schnell, oder? Ja, da. Ja. Und weniger stark und weniger aggressiv. Beim zweiten Mal ist es dann schon viel mehr. Stolz. Schön. Okay, müssen wir leider zum Schluss kommen für heute. Ja, aber ist schon sehr gut fürs erste Mal. Beim nächsten Mal arbeiten wir ein bisschen mehr in die Tiefe. Okay, gut. Es ist ein sehr langer Weg. Alle Geiger müssen früh anfangen, mit 4 oder 5, meistens. Ich denke, es ist wichtig, dass junge Leute träumen dürfen. Dafür stehe ich auch immer ein, dass sie sagen, sie sollen doch das Ziel haben, Solist zu werden. Ich glaube, dann haben sie eine gute Motivation. Aber man muss sich auf der anderen Seite auch bewusst sein, dass auf der ganzen Welt nicht in jedem Jahrgang ein neuer Solist geboren wird, um eine sehr gute Orchesterstelle zu bekommen. Da werden für eine offene Stelle spielen, bewerben sich 600 Leute in einem guten Orchester in der Stadt Zürich und die kommen aus der ganzen Welt. Und da muss man auch schon sehr, sehr, sehr gut sein. Und wie oft im Leben, man braucht das Quäntchen Glück, am richtigen Ort zu sein, zur richtigen Zeit, um von der richtigen Person gehört zu werden. Es gibt viele Faktoren, die da reinspielen. Ob sich das Engagement der Eltern gelohnt hat, wird sich erst zeigen, wenn Raphaels Ausbildung abgeschlossen ist. Es ist 5 Uhr. An diesem Samstag müssen Vater und Sohn sehr früh aufstehen. Peter spielt mit seiner Mannschaft an einem Eishockeyturnier in Wiel. Auch die Mutter ist schon wach. Sie begleitet heute den jüngeren Sohn Nikola an ein Turnier in Küsnacht. So sind die Eltern Bosanats an den Wochenenden meist getrennt unterwegs. Anziehen und raus. Becky, komm jetzt! Yay! Aufteilen! Bravo! Gut, 2-0.
Bravo, Becky. Oh, schön gemacht, 4-0. Yes! Yes! Hey, super! Du bist super gsi. Wie viele Tore hast du geschossen? Eins. Nur eins? Okay. Dir hat super gespielt, ich habe gesehen. 15:1 war das Endergebnis. Papi, hast du über das ganze Feld gespielt? Ich habe Tobi vor das Goal und Tobi gesehen, ja, das war einfach Monsterpass. Nicht nur von den Nachwuchsspielern wird voller Einsatz erwartet. Auch die Arbeit des ehrenamtlichen Trainers ist zeitintensiv. Es sind Minimum 3-mal pro Woche Trainings, plus Wochenende noch Match. Also, Aufwand ist relativ groß. Wir haben auch noch morgen früh Training, die sind aber freiwillig, 4-mal pro Woche. Und da morgen früh aufstehen um 5 Uhr oder 4:30, macht nicht jeder. Ein freier Tag pro Woche. Das ist Maximum wahrscheinlich. Ketchup und Senf? Also heute bin ich bestimmt von 8 bis am 5, also 9 Stunden bin ich sicher in Halle. Es ist nie warm oder angenehm, es ist immer kalt. Und in manchen Hallen kann man sich nicht gut genug anziehen. Es ist wirklich sehr, sehr kalt. Immerhin kann sich Vater Mladen heute über den Turniersieg seines Sohnes mit den ZSC Binis freuen. Um die Dinge herum, dann kannst du zurück und da die Stegen und dann können wir das Velo irgendwo herstellen. Dann kannst du gerade mal üben. Ja, ja. Schwan hast du auch gerade dabei. Valentina ist auf Erfolgskurs. In der Leichtathletik und im Triathlon zählt sie beim Nachwuchs zur Schweizer Spitze. Mutter Caroline stoppt die Zeit. Das mache ich für morgen, für den Triathlon. Wahrscheinlich ist morgen Neoprenpflicht. Und ja, da ist es einfach gut, wenn man am Anfang der Saison ein bisschen übt, den Neopren auszuziehen, weil es nicht einfach ist. Wenn man ihn halt nicht abbringt, verliert man halt schon Zeit. Und gerade nach dem Schwimmen ist es wichtig, in eine gute Velogruppe reinzukommen, damit man gut mitfahren kann. Vor allem, wenn das Drafting erlaubt ist. Ja, es kann schon etwas ausmachen. Die vierfache Mutter hat früher ebenfalls Leichtathletik betrieben. Sie ist die wichtigste Stütze für Valentina und ihre erste und wahrscheinlich ehrlichste Kritikerin. Ist gut, ich bin nachher. Bis jetzt haben wir den Sport als Familie betrieben, oder? Und haben die Anlässe so geplant, dass wir immer als Familie irgendwo hingehen können. Und Valentina vor allem jetzt, weil sie die Sportkante macht. Oder? Das ist, sie macht das wirklich Leistungssport. Sie geht nicht mehr noch immer hin, sieht ihre Kolleginnen. Und so, sie geht jetzt ins Training, macht das Training relativ sick durch. Und dann kommt sie heim und lehren und hat wenig soziale Kontakte. Und das ist das, was uns jetzt momentan beschäftigt. Und da entstehen auch Diskussionen mit der Caroline. Sie hat eine Idee, ich habe eine Idee. Wir sind in einer kreativen Phase, wo wir schauen müssen, was das Beste ist. Für alle zusammen. Also, die Familie werden wir sicher mit ihr nicht mehr so unter einen Hut bringen. Aber es ist, mit dem müssen wir uns abfinden. Oder? Das ist der Verlauf der Zeit. Das ist so. Ja. Fertig. Ich würde es noch mal machen. Ja. Während Adriano in der Musikecke Dampf ablässt, sind seine Geschwister mit den Gedanken bereits beim nächsten Wettkampf. Wenn man im Ziel ankommt und man dann weiss, dass man alles geht, dann fühlt man sich nachher besser, als wenn man im Ziel ankommt und dann so denkt, ja, ich habe etwas nicht so gut gemacht oder du magst irgendwie noch. Und dann hat man jetzt ein gutes Gefühl, als wenn man alles geht.
Das bin ich jetzt auch im älteren Jahrgang, muss sicher auch ein paar gute dabei. Aber ja, einfach das Beste daraus machen. Ja, ich mag mich auch nie so erinnern. Aber ich glaube so, dass ich das letztes Jahr gewonnen habe. Morgen habe ich einen Triathlon und ich versuche natürlich zu gewinnen. Auch die 12-jährige Julia hofft auf Erfolg. Für die Kür an der Stadtmeisterschaft in Zürich hat sie ein Jahr lang hart trainiert. Die Konkurrenz ist groß. Einfach wird es nicht werden. Dass Julia siegen kann, beweisen ihre Pokale und Medaillen. Also das ist aus Chur. Das war letztes Jahr, habe ich den zweiten Platz gewonnen. Ich hätte eigentlich den ersten gewonnen, aber es war noch ein besseres Mädchen als ich. Und dann war es halt eben etwas schade, aber es war trotzdem einer der besten Wettkämpfe. Heute das Schwierigste ist wahrscheinlich der Doppelachsel, weil den kann ich noch nicht so gut. Aber ich hoffe, er wird heute gut. Auch Julias Ausrüstung geht ins Geld. Sparen können sie, weil die Mutter die Kleider für den Auftritt selber näht. Alles da sind Swarovski-Steine. Bis zu 1000 Steinli hat so ein Eiskleid. Und die haben schon einen schönen Preis. Diese da hat jetzt so um die 500 Steine. Und es ist sicher, dass die Schiris auch schauen, wie das aussieht, oder? Weil das ist so wie die ganze Performance. Ich hoffe schon, dass sie einfach ihre Doppelachsel, die sie sich vorgenommen hat, dann zeigen kann. Und das Glut klappt, dass sie nicht stürzt. Und da sind wir schon zufrieden dann. Weil das ist schon ein spezieller Tag. Für sie sowieso, aber für mich als Mutter auch. Weil ich muss dann auch mit ihre Freude oder ihre vielleicht nicht so schöne Momente miterleben und sie dann auch unterstütze und tröste, wenn es sein muss. Raphael und seine Eltern sind in Biel. Am Abend wird der 13-Jährige im Kongresshaus als Solist auftreten. Er hat seine Wunschgeige dabei. Heute ist sie gekauft worden. Sie ist definitiv meine. Und jetzt gerade Konzert spielen mit ihr. Macht schon elend Spass. Den Kauf der 300-jährigen Geige haben sich die Eltern lange und gründlich überlegen müssen. Sie ist mehrere 10.000 Franken wert. Es ist ein grosser Aufwand. Vor allem, weil man muss schauen, die teuerste Ausbildung ist immer noch Arzt. Und dann kommt eigentlich schon der Musiker. Man rechnet, also die meisten denken, was Musiker, oder? Das ist man in der Hochschule und fertig, das ist eben nicht so. Man fängt schon als Kind an, zahlt die Schulgelder, dann ein Instrument, je nach Alters gibt es wieder ein neues Instrument. Wenn man alles zusammenrechnet, ist es schon eine sehr idealistische Rechnung. Und das, aber irgendwie wird man dann wieder entschädigt, wenn man hört, wenn es Spass haben, Kinder, egal wie viel das kostet. Ein bisschen Nervosität ist da, aber es gehört dazu für ein bisschen Adrenalin. Es ist wichtig, es ist immer wichtig, wenn die Eltern dabei sind. Es ist eine grosse Unterstützung. Im Kongresshaus Biel beginnen bald die Proben. Raphael tritt als Solist mit dem Symphonieorchester Biel Solothurn auf. Das Konzert wird vom Schweizer Radio aufgezeichnet. Kannst du mal ein bisschen losdüdeln, wenn du willst? Danach, wenn du fertig bist, komme ich Tschüss sagen, weil nachher muss ich dann wieder. Los, gell? Einfach Musik machen, Spass. Was da? Hat noch Publikum? Ja, wahrscheinlich nicht so viel. Aber du musst aufpassen, gell? Ich denke, wenn es Leute nicht ist, dann wird einiges vielleicht ein bisschen trockener. Ja. Aber jetzt ist es relativ hallig, gell?
Und dort kommt jetzt der Dirigent. Ja. Aber dich sieht man nicht. Nein, Englisch musst du reden mit dem. Oder Französisch. Viel Spass. So, also, das Rädchen ist schon abgeschraubt. Danke vielmals. Wunderbar. Einmal mehr Abfahrt zum Wettkampf. Heute starten 3 der 4 Kinder am Triathlon in Wallisellen. Für den Nachmittag sind nasskühle 8 Grad vorausgesagt. Die Rosamilias sind dafür gerüstet. Jetzt geht's los. He? Nina, hast du deine Nudeln dabei? Ja. Die kleinen zwei die können wir noch ein bisschen managen, dann können wir noch ein bisschen Anweisungen geben. Bei der Nina wird es schon ein bisschen schwieriger. Die ist jetzt in einem Alter, wo sie alles besser weiss. Und ja, wenn sie dann einen Ratschlag braucht, dann kommt sie dann schon. Aber ja, momentan konzentrieren wir uns auf die Kleinen. Ganz alt. Trinkt ein bisschen Wasser, bitte. Nina hat gerade gesagt, wir nerven sie, oder, wenn wir hier stehen. Früher haben sie uns einmal gesucht, oder? Wo sind wir, was machen wir? Ja, die sind nicht da, oder? Und jetzt merken wir, dass wir langsam ein bisschen überflüssig werden. Schweizi, so ein bisschen lachen. Du hast wieder ein bisschen trinken zwischen ihnen, gell? Gehst du aufs WC vorher, gell? Adriano, du musst dich schön abtrocknen. Und leihst die Mütze an. Also nicht mit nassen Haaren auf die Strasse, gell? Bist du im kleinsten Gang, Adriano? Ja. Gut. Tiziana, sind ihr zwei im kleinsten Gang? Ja. Sind ihr im kleinsten Gang? Ja. 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 Komm. Wo sind sie? Sind sie gestartet? Ja, komm da. Ja, komm. Schnell. Oh, jetzt hat sie noch eine vorne dran, die Frosch schwimmen hätte. Jetzt muss sie die noch überholen. Ah. Bravo, Tiziana! Bravo! Bravo! Also, der Wechselzone wieder ist gut. Super! Ist gut gegangen. Du hast schön ruhig runterfahren. Super, hast du gemacht, gell? Also, ich gehe zum Adriano, gell? Du kannst das Kleider da unten holen. Tschüss, bis nachher. Jetzt habe ich ihn verpasst. Schon durch. Nico, viel Erfolg. Wo bist du? Ja, die habe ich gesehen. Ja, die ist schon im Ziel. Ist der Adriano schon, ja, ist der Adriano schon im Wechsel durch? Weißt du das? Ist er... Ah, noch nicht. Dann gehe ich im Wechsel wieder. Okay, also, tschüss, ciao. Zum einen, hier heisst es bei uns Abiglauf. Also ah, schaut, jetzt sehen wir sie gerade noch mal. Ja.
Nein. Nein. Ja, meinst du? Woher weißt du das? Im iRace-Result. Siehst du es gerade? Und du? Eben, der Robin habe ich geschlagen. Aha. Haben wir wieder ist gut gegangen mit dem Bauch. Ja. Hast du Meter auf dich. Und kalt? Hast du kalt gehabt? Nein. Du bist wie eine Rakete ab. He? Tiziana hat ja schon mal gewonnen. Ja, es war nicht schlecht. Sie hat im Rennen aufgeholt. Im Rennen ist sie also 4-0-8. Jetzt mal schauen, beim Adriano ist eben noch nichts draussen. Gemäss dieser Liste ist er Zweiter. Bis jetzt. Ja. Jetzt warten wir halt. Jetzt kommt der kleine Nina wieder. Ah, schau, jetzt kommt sie. Bravo! Nina! Nina! Ich glaube, sie ist kalt. Jetzt hier. Sie ist Erste. Und die Zweite hat fast eineinhalb Minuten länger auf dem Velo gehabt. Schau mal bitte. Gehst du wieder im Schuss? Hey Nina, bravo! Gut, cool, du bist mega schön gesäckelt. Hey, super! Hey, super, hey, bist du? Schön, gut gegangen. Wir waren so langsam. Nein, aber du bist schnell gewesen. Das war der schnellste Bike. Jetzt musst du dich anlegen. Hast du eine Jacke da? Nein, heiß, heiß. Sonst bist du verkältet im Lager. Kannst du meine Jacke anlegen? Du darfst nicht unterschätzen. Die Temperaturen sind wirklich relativ kalt. Genau, du machst die Jacke zu. Nein, nein, sonst. Sieht dumm aus, hast du gehört? Ja. Cool, he? Jetzt können wir ein bisschen entspannen. Morgen mache ich nichts. He? Oder ist morgen etwas? Ich kann den Bahnhof bringen. Ah ja, morgen verreisen es. Morgen verreisen alles Lager. Das sind wir ja zu Abend alleine. Nein, die geht aber morgen noch auf Wallisee. Aber morgen sind wir alleine daheim. Ja. Was machen wir? Ich weiss nicht. Gehen essen zusammen. Für Julia und ihre Mutter ist die Eishalle Oerlikon wie ein zweites Zuhause. Für Julia gilt's ernst. An der Stadtmeisterschaft treten die drei Eiskunstlaufclubs aus Zürich gegeneinander an. Vor dem Auftritt muss Julia die eigens für die Kür zusammengestellte Musik abgeben. Juki. Viel Glück. Komm, du schaffst das. Ist gut. Wir fahren fort mit dem Einlaufen der Kategorie SCV Mini Dame. Eine letzte Aufwärmrunde vor dem großen Auftritt. Julias Brüder fiebern so oft wie möglich mit. Andere Familien versammeln sich im Wohnzimmer. Familie Bosanac trifft sich in der Eishalle. So schaffst du es. Jetzt, hopp. Ah, jetzt ist er ein bisschen nervös. Als nächste Läuferin sehen wir auf dem Eis Julia Bosanac vom Eissportclub Zürich Oerlikon. Jetzt kommt unsere Julia. Jetzt fiebern, mitfiebern. Jetzt kommt Ernst. Jetzt wird Ernst. Jetzt ganz Ernst. Super, es ist nicht gut gegangen, es ist super gegangen. Super, genial.
am Anfang hat sie zwei, drei Mal umgekehrt, weißt du, so. Ich habe probiert eben zweifach oder wie auch immer das heißt. Und dann muss man mit Fieber, weißt du, ich habe fast die ganze Daumen zerdrückt. Und jetzt ist super gelaufen und ich sehe, der Trainer ist zufrieden. Also wenn der Trainer zufrieden ist und sie, dann ich als Laie bin begeistert. Also. Und ich sehe, sie strahlt und das ist das Wichtigste. Dass sie einfach am Ende von diesem Wettkampf dann glücklich ist und Freude hat. Hey. Yeah, 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 yeah. Super, ja? Bravo, super. Kleine Engel. In Biel muss Raphael in einer halben Stunde auf die Bühne. Gut. Bis dann, gell? Ja? Viel Spaß. Ja. Ja, einfach toll spielen, gell? Viel Glück und Strahlen. Wie immer. Bis später, ja, auf die Bühne. Jetzt ist der 13-Jährige ganz auf sich allein gestellt. Er muss selber wissen, was er möchte gern. Weil ich möchte gar nicht sagen, du musst Musiker werden. Einfach, was er will. Und ich sehe jetzt, er hat Talent. Man sollte einfach machen, was man glücklich ist. Wenn er auf der Bühne und er so glücklich, finde ich. Vielleicht Musiker, vielleicht Fußballspieler. Es ist ein grosser Aufwand, aber das Wichtigste ist eben schon, dass er den Spass daran nicht verliert, an der Musik. Und das ist dann auch eine Riesenfreude selber. Wir verzichten einfach auf teure Ferien. Aber jetzt, wo sie uns brauchen, ist es für uns wichtig, dass wir da sind. Es geht ja nicht nur um den Sport. Oder? Das Drumherum ist eine Lebensschule. Und das werden wir ja eigentlich mitgeben.